Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Mir geht es bestens. Ich habe nämlich mein Versprechen vom letzten Video eingehalten und habe mich ums Licht gekümmert und bin begeistert. Also, wie krass ist die Qualität bitte? Ich muss schon zwischendurch die ganze Zeit mich selbst anschauen, weil ich so begeistert von dieser Qualität bin. Ich nehme das alles mit meiner iPhone-Kamera auf und wie krass ist das bitte? Also korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte. Aber ich finde, das ist schon richtig ein krasser Unterschied zum letzten Video, oder? Ich bin richtig begeistert. Also Leute, startet mit YouTube. Ein Handy hat fast jeder. Ein Ringlicht kostet 30 Euro. Und ein Mikrofon ist kein Muss. Also go for it. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Fall. Im heutigen Fall geht es um Sabine Dandene. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Im weiteren Verlauf werde ich sie einfach Sabine nennen. Sabine ist ein 12 Jahre altes junges Mädchen und wohnt in Belgien. Familie und Freunde beschreiben sie als sehr aufgeweckt. Sie ist sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst und vor allem sei sie eigensinnig. Es ist der 28. Mai 1996, als sich Sabine fertig macht für die Schule. Sie entscheidet sich an diesem Tag, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, was gar nicht mal so unüblich war. Doch in der Schule wird Sabine nicht ankommen. Auf dem Weg dorthin wird Sabine vom Fahrrad gezerrt und mit einem weißen Lieferwagen verschleppt. Sie hat Angst, sie ist verwirrt und sie weiß auch nicht, was los ist. Was Sabine allerdings weiß, ist, dass sie jetzt in Gefahr ist. Ihr Entführer Marc Dutroux hatte sie nach der Fahrt in einem Kellerraum eingesperrt. Der Keller war gerade mal 99 cm breit und 2,34 m lang, was wirklich sehr klein ist. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich habe mir einfach einen Zollstock genommen und mir das auf dem Boden so ausgelegt, dass ich mir grob vorstellen konnte, was man darunter verstehen kann. Und es ist wirklich sehr klein. Sie beschreibt den Raum auch als sehr kalt, sehr feucht, dreckig. Und da hat es wohl nur von Ungeziefer gewimmelt. Am 28. Mai 1996 begann die Tortur von Sabine. Sie wurde misshandelt, vergewaltigt und ja, einfach nur erniedrigt. Und da sollte Sabine die nächste Zeit verbleiben. In dem kleinen, kalten, dunklen Keller. Die einzigen Male, wo Sabine diesen Raum verlassen durfte, ist, um Marc zu folgen, in sein Schlafzimmer. Dieses befand sich im ersten Stockwerk. Dort wurde sie ans Bett gekettet und ja, er zwang sie zu posieren und machte Fotos von ihr. Sie fühlte sich gedemütigt, wie sie schreibt. Außerdem zwang er sie, zusammen mit ihm Pornos zu schauen. Wer ist aber Marc Dutroux überhaupt? Zum Zeitpunkt der Entführung war Marc Dutroux 39 Jahre alt. Beide Elternteile von ihm waren Lehrer, außerdem hatte er noch drei Brüder und eine jüngere Schwester. Alle Familienmitglieder litten unter der Gewalt des Vaters. Mit 16 Jahren beschloss Marc dann, aus dem Elternhaus auszuziehen. Er verdiente sich sein Geld mit Prostitution. Das ist der Entführer von Sabine. Sabine beschreibt ihn folgendermaßen: Augen, die Angst machten, fettige, angeklatschte Haare von der Sorte Frittenfett, dazu einen lächerlichen Schnauzbart. Marc merkte nach einiger Zeit, dass Sabine kein schüchternes Kind ist. Sie lässt sich nicht alles gefallen. Sie ist selbstbewusst, sie ist eigensinnig, so wie bereits beschrieben. Also versuchte er, sie zu manipulieren. Er erzählte ihr, dass der Chef seiner Bande sich an ihrem Vater rächen möchte und sie getötet werden soll. Er hat sie aber jetzt gerettet. Er wird allen erzählen, dass sie tot ist. Nur so kann sie überleben. Und es hat geklappt. Sabine hat ihm das geglaubt. Sie hat aufgehört, sich zu wehren und war fügsamer. Und so vergingen Tage und Tage. Sabine hatte Angst, fühlte sich einsam und sie litt unter Angstzuständen. Bis zum 9. August 1996. Als plötzlich ein weiteres Mädchen im Keller auftaucht. Es war die 14 Jahre alte Letizia Dellis. Sie wurde ebenfalls von Marc entführt. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht alleine arbeitet, sondern eine Komplizin hat, Michelle Martin.
Es vergingen weitere Tage, in denen Sabine und Letizia dem Schlimmsten ausgesetzt waren. Allerdings hatten die beiden Glück im Unglück, denn am 15. August wurden sie wieder freigelassen. Die Polizei hat ermittelt und hat durch einen aufmerksamen Augenzeugen Marc Dutroux ausfindig gemacht. Die traurige Wahrheit dahinter ist, dass es erstens noch weitere Opfer gab, zu denen ich gleich kommen werde, und zweitens es viel, viel mehr Komplizen gab. Ich konnte herauslesen, dass es wohl Belgiens größter pädophilen Fall ist, bis heute. Wie gesagt, es gab mehrere Komplizen. Die ganzen Namen kann ich mir gar nicht merken, aber ich habe da mehr als eine Handvoll gelesen und es sollen noch viel, viel mehr gewesen sein. Und wie gesagt, Sabine und Letizia hatten Glück im Unglück. Die haben wirklich das Schlimmste durchgemacht, was es nur gibt. Und beide haben es überlebt. Allerdings gab es vor den beiden noch weitere Opfer. Marc Dutroux war vorbestraft. Er wurde wegen Autodiebstahls verhaftet. Beamte durchsuchten daraufhin sein Haus. Während der Durchsuchung haben die Beamten tatsächlich Kinderstimmen gehört, die aus dem Keller kamen. Allerdings haben sie sich dabei nichts gedacht. Und traurig ist, dass es wirklich zwei Kinder waren. Um genau zu sein, waren es zwei Mädchen. Die Namen müsste ich jetzt einmal ablesen, weil die relativ schwer auszusprechen sind. Und zwar handelte es sich bei den Mädchen um Effie Lambrechts. Sie war 19 Jahre alt. Okay, hierbei kann man eigentlich schon sagen, um zwei junge Frauen. Effie Lambrechts war 19 Jahre alt und Anne Marchal war 17 Jahre alt. Beide wurden am 22. August 1995 entführt. Zuvor wurden zwei weitere Mädchen entführt, und zwar am 24. Juni 1995. Einmal Melissa Russo, sie war 8 Jahre alt, und Julie Leoine, sie war ebenfalls 8. Keines der vier Mädchen bzw. Jungfrauen hat überlebt. Und das unter anderem auch durch Ermittlungsfehler. So haben Ermittler Hinweise bekommen zu der Entführung von Melissa und Julie, und zwar von einem ehemaligen Komplizen von Marc. Dieser hat ihm nämlich Geld geboten, um Mädchen vom Dorffest zu entführen. Diese Hinweise wurden allerdings ignoriert. Bei der Entführung von Anne Marchal und Effie Lambrechts haben die Ermittler sogar einen Brief bekommen, und zwar von der Mutter von Marc Dutroux, in dem sie schreibt, dass wohl jemand gesehen hatte, dass in das Haus von Marc zwei unbekannte Mädchen ja, reingebracht wurden. Auch dem Hinweis wurde nicht nachgegangen. Zwischenzeitlich tötete Marc auch seinen ehemaligen Komplizen Weinstein, der ihn um Geld betrogen hatte. Bis dahin hatte Marc schon 5 Menschen getötet, unter anderem 4 junge Frauen bzw. Mädchen. Was ich besonders schockierend finde, also ich meine, der ganze Fall ist extrem schockierend, aber was ich besonders krass finde, ist, dass während der Verhandlungszeit bzw. davor 27 Zeugen gestorben sind, auf mysteriöse Art. Entweder war es Mord, Suizid oder ein Autounfall. Und ich meine, es kann ja kein Zufall sein, dass 27 Zeugen zu dem Zeitpunkt versterben. Das ist echt krass. Und wenn ihr jetzt noch nicht frustriert genug seid, dann hau ich noch einen drauf. Denn Marc Dutroux schaffte es, im April 1998 zu fliehen. Er klaute einem Bewacher seine Waffe und konnte fliehen. Ich weiß nicht, ob er Handschellen hatte, Fußfesseln, ich habe keine Ahnung, aber wie schafft es ein so gefährlicher Mann, einem Bewacher die Waffe zu klauen? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, ich werde es nicht verstehen, aber er wurde zum Glück gefasst und ja. Seine Reaktion darauf lautet wie folgt, ich zitiere:
Ich bin glücklich, wenn ich das Chaos sehe, in das ich Belgien gestürzt habe. Denn ihr müsst wissen, die Polizei, die Ermittler und so weiter, die standen alle wirklich unter Beobachtung von den Journalisten, denn es gab wirklich zu viele Ermittlungspannen, Fehler, alles Mögliche. Und ja, nach der Flucht von Dutroux traten auch, ich musste jetzt mal wieder die Namen ablesen, traten auch Innenminister Johan van de Lanotte und Justizminister Stefan de Klerk sowie Polizeichef Willy Derrida von ihren Ämtern zurück. Das hat der Typ geschafft. Also, wie gesagt, es gab Ermittlungsfehler. Ich finde es einfach erschreckend, was der Fall so mit sich zieht. Ja, nervenaufreibend. Dieser Fall war sehr nervenaufreibend für mich und ich hoffe, euch geht's noch gut. Ich bin ein bisschen verängstigt. Ich bin alleine heute zu Hause und ich höre die ganze Zeit irgendwo Geräusche und ja, bin ein bisschen in Panik. Aber wir haben es geschafft. Was ein Brett. Also wirklich. Was war das denn bitte für ein Fall? So kompliziert und verstrickt und wirklich, ich hätte daraus bestimmt ein 2-Stunden-Video machen können, weil es einfach so viele Informationen gab, aber ich wollte mich auf das, ja, Wesentliche konzentrieren und das so gut verpacken, kurz verpacken, wie es nur ging. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen geschafft und habe nicht nur einen Wirrwarr erzählt und ihr konntet mir folgen. Denn wie gesagt, beim Recherchieren ist es mir wirklich aufgefallen, dass da wirklich sehr viel Information kreuz und quer verteilt sind irgendwie. Jede Seite hat was anderes und es war ein Brett. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es war ein Brett. Oh Gott. Oh, ich bin müde. Ich bin müde von diesem Fall. Ich kann nicht mehr. So, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche am Sonntag. Und ja, falls ihr weitere Vorschläge haben solltet, welche Fälle ich ja, euch vorstellen darf und kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergisst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo. Oh mein Gott, ich habe es jetzt auch mal gesagt. Wie schlimm ist das denn? Naja. Das war's für heute und ja, habt noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wir sehen uns.